Und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich jetzt den Beitrag meiner Mutter widme. Und zwar fällt es mir immer öfter auf, jetzt wo ich eigene Kinder habe, was meine Mutter eigentlich mit mir durchstehen musste, ob Wutanfälle im Supermarkt oder keine Ahnung, dass ich mit dem Schlafanzug in den Kindergarten wollte. Denn genau das trifft jetzt auch gerade bei meinen Kindern zu, dass ich mich frage, warum man wegen einem Bonschen im Supermarkt sich auf den Boden schmeißt. Aber vielleicht probiere ich das einfach das nächste Mal auch an der Kinokasse aus, wenn ich mein Kinoticket nicht schnell genug bekomme. Vielleicht komme ich in der Schlange ja vor. Also auf jeden Fall einen großen Dank an meine Mutter, dass sie ja die starken Nerven bewiesen hat mit mir und ich das hoffentlich bei meinen Kindern auch machen kann. Bis bald, eure Biene.